Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 21. Oktober. Ich grüße Sie ganz herzlich. Wir wollen hier zum Wochenabschluss auf das älteste Währungsgefüge, Währungspaar, weil Xau US-Dollar Gold in US-Dollar gehandelt sozusagen hier am Spotmarkt auch für mich als Währung zählt, eben als älteste Währung der Welt und deswegen der Goldpreis heute hier wieder im Fokus und sicher auch für den einen oder anderen interessant, da wir ja unlängst hier eben einen scharfen Abverkauf sahen und Lassen Sie mich mal kurz hier in den Tagesschart gehen. Die damaligen Tendenzfalle habe ich mit Absicht nochmal rausgefischt, also unverändert gelassen, denn grundsätzlich wurden ja Rücksätze in Richtung 1300 als Chance angesehen, um hier innerhalb dieser Bull Flag, die sich hier auf Wochen- und auch Tagesschartbasis darstellte, hier diese Bull Flagge, sprich schönes Aufwärtsmomentum, seitwärts-abwärts Konsolidierung in einem Kanal als bullische Flagge deklarierbar. Gleich hier unten sicherlich noch ein Touch des Preises fehlt, aber sei es drum. Grundsätzlich kann man das als solches interpretieren und ja, letztlich ähm, waren die Chancen da. Doch wir sahen ja hier, was insbesondere mit dem Ausverkauf der Kerze hier vom 4.10. passierte. Es gab hier eine derbe Kelle auf der Südseite. Hier ein mögliches Stop-Loss-Level, welches eben nicht unterschritten werden sollte für Long-Engagements, beziehungsweise der Preis sollte nicht darunter laufen, insofern der Long-Bias eben aufrechtzuerhalten ist. Und ja, wie Sie sehen, es gab sogar hier den Bruch der unteren Trendlinie. Starker Ausverkauf Richtung 1250. Und hier letztlich der Markt ein Stück weit auf dem seitwärts drive und jetzt eben hier die berechtigte Frage, wie geht es beim Goldpreis weiter? Grundsätzlich kann man sagen, der Markt hat hier ähm, auf der Südseite ähm, einiges schon an Federn gelassen. Der Goldpreis eben jetzt hier, ich will nicht sagen, schon fertig mit seinen Tendenzen, aber auf jeden Fall schon mal sichtlich ähm, gestoppt das Abwärtsmomentum hier von Anfang Oktober. Wir legen jetzt mal auf die Bewegung der letzten Zeit die Fibonacci-Levels mal auf. Und sehen aber auch eben, dass hier die bisherige Erholungsbewegung von diesem, oder äh, gesagt, jetzt muss ich nämlich mal lieber das letztere Tief hier. Das gefällt mir besser. Ja. Dass die Bewegung letztlich hier noch nicht mal reicht, um das 38er fibo level zu touchieren. Ähm, vielmehr sind wir jetzt hier in diese eigentliche äh, Stauzone eingetaucht, 1260 bis 1275 rund. Ähm, diese Zone hier durchaus möglicherweise ein ja, Fangbecken für mögliche Shorties, Auf Fangbecken, dass es hier praktisch nicht weiter runter geht, aber. Sie sehen ja, der Preis hat hier nach diesem starken Ausverkauf kein wirkliches Aufwärtsmomentum entwickelt und das wirkt eben doch ein Stück weit negativ. Das bleibt mal so festzuhalten. Goldpreis also hier auf Tagesbasis in einer eher unsicheren Situation. Die Saisonalität spricht eher für steigende Preise bis in den November und jetzt gehen wir direkt noch mal weiter bis in den Dezember hinein. So. Das Preisverhältnis hier grundsätzlich bis Anfang Dezember in einem positiven Momentum. Ähm, dazu sollte, um das auch zu unterstreichen, der Goldpreis das gestrige hoch überwinden. Das wären hier speziell Preise über 1.275. Da könnte der Goldpreis hier durchaus Aufwärtsmomentum entfalten. Und interessanterweise, meine lieben Zuschauer, haben wir heute ein bullisches Pattern auf Fuzzi Vektrologik Basis. Ich zeige es Ihnen mal hier zum Goldpreis. US-Dollar übrigens eben hier bei JFD Brokers auch als Spot-Preis am Interbankmarkt zu handeln und nicht als, äh, sage ich mal, Derivat, sondern sie handeln bei JFD Brokers den Spot-Goldpreis auch mit Mikro-Lots möglich, beziehungsweise nicht Mikro, sondern Minilots möglich. Also hier keine vollen Unsen, sondern eben hier auch eine kleine Positionierung, um das bessere Risk- Money-Management durchzuführen. Tatsache ist aber, der Liquiditätspool stellt zur Verfügung. Auch hier suchen wir für Sie im Sinne des Pools die besten Bid and Asks, je nachdem, wo Sie sich positionieren wollen. Grundsätzlich, das Pattern heute aber. Mit einer Trefferquote von knapp 73%, 202 Erscheinungen und eine positive Performance wird hier vorausgeworfen von 0,6%. Das Hoch sehen wir hier theoretisch bei 1277. Einzigstes Manko, was wir bisher haben, ist eben das Tief heute schon im Bereich 1261 plus X. Und das technische Tief hier eigentlich nur bei 1266. Das heißt, das Pattern hat so ein Stück weit schon an ähm, Glanz verloren. Das ist schade. Aber grundsätzlich die Möglichkeit eben, dass der Goldpreis ähm, ja, Tendenzen hätte, hier heute trotzdem positiven Bias zu entfalten. Das, wie gesagt, muss er aber auch nutzen. Wenn das nicht tut, dann könnte es eben durchaus nochmal neue Tiefs geben. Der Wochentag heute selber spricht eher für einen negativen Tag. Ähm, mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen wohl bemerkt, denn im Overall Free, und da reden wir über die letzten 17 Jahre, ist der Freitag der bullischste Tag beim Goldpreis. Also heute hier, da ein Stück weit Patz-Situation, statistisch gesehen, Fuzzi-Vektor -logisch, -logisch betrachtet, hat der Goldpreis aber gute Chancen, hier Momentum nach oben zu entfalten. Auf Tagesbasis, ergo... Hier, wenn wir über 1275 gehen und heute möglicherweise noch ein neues Hoch machen, wäre ein Test dieses Niveaus, was jetzt als Widerstand gilt, 1305, 1308 denkbar. Aber ich muss zugeben, das bleibt für mich jetzt aktuell eher die graue Variante, weil die schwache Erholungsbewegung bislang könnte hier durchaus, wenn wir hier das Tief vom 19. unterschreiten, und das war bei 1260 rund, wenn wir da runtergehen, also vom Vortag, vom Vorvortag des Tief. Speziell vom Mittwoch, dann denke ich, laufen wir hier nochmal in Richtung 1240 und testen dann sogar möglicherweise auch noch tiefere Levels. Das kann durchaus passieren entgegen der Saisonalität. Der Chart selber, wie gesagt, sieht keinesfalls bullisch aus in meinen Augen. Ähm, insofern das präferierte Szenario auf der Südseite, obwohl wir heute ein bullisches Pattern haben, obwohl wir bullische Saisonalität haben. Ähm, Goldpreis gefällt mir aus der Hinsicht nicht. Man kann auch hier rein trendlinien sogar schon einen recht steilen Abwärtstrend zeichnen und solange der intakt bleibt, ähm, ist der Markt meines Erachtens sowieso ein Stück weit riskant zu sehen. Aber das mal die Tagesvariante in bärischer Form, solange wir unter 1275 bleiben. Hier der aktuelle Chart vom Stundenintervall ähm, heraus. Da sehen wir, ja, wenn wir eben hier die Marke von 1260 hier nochmal unterschreiten sollten. Ähm, dann dürfte es durchaus schneller und rascher bergab gehen, auch wenn wir hier gerade so eine Art Hammerkerze sehen im Intraday-Chart. Wir holen uns auch mal die Pivot Points mal rein, um so ein Stück weit den Fingerabdruck des Vortages aufzulegen. Und da sehen wir auch. Schubel die oben jetzt müsste gleich kommen. Es wird deutlich unter dem Pivot Point sind und ähm, auch oberhalb dessen wäre meines Erachtens der Goldpreis heute erst bullisch zu sehen. Also da hat er schon noch einiges zu tun. Ähm, das Momentum oben drückt weiter und ja, das sieht nicht unbedingt berauschend aus. Ähm, wenn er sich denn hier fängt, keine neuen Tagestiefs macht, dann kann es im Sinne auch der Fuzzy-Vektor-Logik durchaus Momentum nach oben geben. Aber so ein Stück weit angezählt wirkt der Chart definitiv auf mich. Insofern mal abwarten, was die nächsten Tage noch bringen. Wenn Sie mögen, können wir uns heute Nachmittag übrigens in einem ja, Education-Webinar bei JFD Brokers sehen. Wer es noch nicht weiß, wir haben ja immer wieder Workshops, Live-Tradings und dergleichen. Da schauen Sie einfach mal auf unsere Website, ganz einfach hier unter News äh, bzw. JFD Events vielmehr oder auch direkt. Die Webinare und haben wir heute ein Special zu den Heiken kerzen und möglichen Vorteilen im Handelsalltag. Hier, wie gesagt, Greenwich Mean Time 12 Uhr, aber nein, wir sind hier in der mitteleuropäischen Zeitzone. Ein Klick drauf genügt. Und da sehen Sie, dass wir hier von 14 bis 15 Uhr heute eine Session haben. Da sind Sie eingeladen. Wenn Sie mögen, hören wir uns ansonsten auf jeden Fall am Montag zum nächsten Devisenradar. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle erstmal einen erfolgreichen Wochenausklang. Ihr Christian Kämmerer und Tschüss.